Schönen guten Tag. Heute ist ganz besonders. Ihr habt noch nie gesehen meine solche Kleidung und viereckige Hut. 5 Tage, ich war in Russland. Russland hatte mich eingeladen und 7 Schüler aus Korea und Deutschland. Die haben bei mir ausgebildet. Und am 25. Moskau war Krankenhaus, Geduld-Sanatorium, die haben 4 Krankleute behandelt. Die sind schwer krank und Rückenschmerzen. Die konnten nicht richtig aufstehen, die konnten nicht richtig gerade gehen. 4 Leute, 30 Minuten Behandlung, die sind alles vollkommen frei geworden. Sanatorium, die haben viele Arzt, Krankenhauschef, alle direkt Auge gesehen. Da brauche ich nicht die Überzeugung, weil direkt Auge gesehen hat. Die war alles schmerzfrei. Ungefähr 30 Minuten gedauert. Natürlich vorher alles geplant. Aber wir kennen nicht die Krankleute, alles neugierig. Die haben Arzt und alle Leute direkt geschaut. Dann 26. St. Petersburg Universität, staatliche Universität, hatte uns eingeladen. Dort, die Universität hatte neue Abteilung für Naturkunde, meine Methode. KSS. Diese neue Abteilung in Uni neu angefangen. Dafür brauchte eine Professor, um diese Studenten die neue Erkenntnis Unterricht teilnehmen zu können. Darum habe ich bekommen solch eine Hut. Und das ist die haben neue KSS-Abteilung gegründet. Das ist zuerst mal unsere Welt von der Universität, das zuerst mal über meine Methode bekannt gemacht hat. Darum ganz Russland und Osterbrock KSS-Methode durch meine technische Know-how alles, ich werde diese Universität mitteilen. Miteinander gut verstanden. Und darum Zukunft, wir machen das, dieser Russland, Petersburg Universität ist eine KSS-Zentrum gegründet. Das ist ein sehr hohes Interesse für mich und für Russland, medizinisch eine neue Revolution. Russland ist sehr interessant. Diese Methode, erste, das ehrlich oder unehrlich. Wenn ehrlich, und diese Methode kann russische Volk gesund bringen, dann unterstützt russische Staat, Politik, alle Unterstützung. Das ist ein großartiges Land. Dadurch haben wir die besten Hotel, beste staatliche Unterstützung. Wir haben unglaublich Freude gehabt. Dadurch, wir sind sehr froh aus Korea, meine Schule und natürlich Universität Petersburg, die auch sehr stolz, dass die neue Methode miteinander wahrgenommen hat. Das gleich Zukunft dieser Methode, Fernost und Amerika, Kanada, Australien,
ganzen Welt durch Universität ein Schulungssystem aufbauen und Zukunft unserer Menschen gegen Schmerzen frei, ohne Operation und ohne Medikament. Dadurch die Naturheilmethode ist der ganzen Welt bekannt werden, um Menschen helfen zu können. Besonders Russland habe nochmal sehr oben die ganzen Staatspolitiker, dass die mit neuer Methode so großartig Unterstützung gemacht hat. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich beteile das, was in Russland geschehen war, in deutscher Sprache, in Deutschland mitteilen. Ich hoffe, dass in Deutschland genau so geschehen wird. Diese Methode bitte statt unterscheiden, ehrlich oder unehrlich. Wenn ehrlich und Menschen helfen kann, ohne Operation, ohne Medikament. Dadurch ist diese Methode sowieso ganz Welt bekannt werden. Ich bedanke Ihnen eure liebe Geduld. Dankeschön.